Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute war ich mit David und Ben und Nikita und Tame in der Kölner Innenstadt unterwegs. Ich habe Ben ein bisschen Köln gezeigt. David kannte Köln schon, aber dem habe ich Köln trotzdem gezeigt. Wir waren essen, wir waren Shops, wir waren dick, fett einkaufen bei Atelier, haben Balenciaga und Rick Owens alles eingepackt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Vlog. Ich habe nämlich ziemlich verschlafen an dem Tag, deswegen habe ich kein vernünftiges Intro gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss. Würdest du sagen, du bist eine Baddie oder eine Goodie? Eine was? Eine Baddie oder eine Goodie? Nichts. Ja, hätte ich auch gesagt, Digga, das geht einfach aufs Internet. Das nächste Video. Das war ein Troll. Ey, ich sag, Schaladen, aber es gibt halt nur scheiß Pieces. Schere. Yo, what's up everyone, mein Name ist Roland und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ist der motiviert? Ich heb für heute die Schere. Schere. Heb mal die Schere. 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 Doppelschere. Das ist wirklich gerade alles Quatsch. Was ist deine Weisheit des Tages? Der, du kannst einfach nicht so meinen Spruch klauen von letztes Mal. Ich hab's jetzt David geklaut und der hat sie geklaut. Was? Ich war nicht dabei, kann ich nicht. Schere. Boah, hier gibt's gute Sachen. Heb mal die Schere. Jetzt gehen wir in was rein, ATX. Hey Hübsche, du bist mir voll aufgefallen. Danke. Hast du Daumen, mir dein Instagram zu geben? Ja, mein Instagram. Nee. Hallo auf Rolandos Kanal. Ich hab eine Foto da. Obwohl da hinten ist dann Leerung mit Mäßig, das geht leider nicht, sorry. Jetzt habe ich genug Speicherplatz gebraucht. Jetzt mal ganz kurz einen echten Berliner fragen, Deckerchen. Wie findest du Köln bis jetzt? Ich? Wie findest du Köln bis jetzt? Ist okay, also von 1 bis 10 so 4 im Moment. Eine 4? Aber es kann sich noch bessern, ich habe halt auch noch nichts gegessen. Und also im Moment. Ja, ich bin voll wenig am Aufnehmen hier. Aber wir sind jetzt gerade im Atelier Archive. With some Wiki. With some Daft. Hallo, ich bin ein Daft. Mit Marjella White Project. Vetmore. Money. Keine Ahnung. Alles mögliche an Brands halt, ne? Ihr wisst doch selber. Diese Opium-Shit halt. Diese Opium-Welle da. Ich muss ehrlich sein. Kommt schon. Wird schon hart kommen. Schau ja. Das dort. Ben, würdest du sagen, du bist eine Baddie oder eine Goodie? Würdest du sagen, du bist eine Baddie oder eine Goodie? Nee. Schätz das mal nicht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mein Flammkuchen. Ist das kriegst du nicht. Du saßt da. Was ist denn das Problem? Was ist dein Problem? Es sieht doch ganz cool aus, wenn einer steht oder so kurz. Naja, wir machen hier auf jeden Fall gerade Bilder. Den Post seht ihr dann auf Instagram. Muss ja Hose fixen. Slay girl. Den Locker. Mal Bracker. Ist immer ein Krampf, so viel Geld auszugeben. Ich denke mal, ich gehe da mal rein und dann. Du machst übelst einen Schnapp, weil ich weiß, also der Preis dafür ist eigentlich zu viel, aber ich habe gedacht. Absolutes Gejäppe juckt gar nicht. Freunde, es tut mir leid für die fehlende Struktur. As always. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Die Struktur deines Vlogs ist, dass es keine Struktur gibt. Schön gesagt, Bruder Herz. Planlos. In der Planlosigkeit liegt der Plan. So, wir sind jetzt hier noch weiter die Stores alle am rauschecken. Das Ding ist, ich kann halt so filmen und hier und da. Das Ding ist, ich habe das selber schon 50 Mal gesehen. Und ihr wahrscheinlich auch schon 20 Mal Minimum. Ihr könnt eine richtige Shoppingtour bei dem Mann hier sehen. Ich? Wir sind jetzt bei Vintage & Rex. Ich habe so viel Positives von dir gehört. Ich gehe da jetzt rein mit so viel Hoffnung. Ist halt komplett Arsch, ne? Der wird komplett enttäuscht sein jetzt. Cap, bist du der Coolste. Ich sag hier mit auch mal Outfit posten. Ja, ja. Ich bin Achim. Ja. Ich sag, wenn es von Balenciaga wäre, hätte Niklas komplett tot gefeiert. Wenn es von Nicholas Lee wäre, hättest du es auch tot gefeiert. Wenn es von Trend Vision wäre. Ja, genau. Boah. Also wenn das von Trend Vision wäre, wow, ich hätte es direkt gekauft. Also holy shit, Digga. Boah. Ich hab mir mit Sorry zahlen können, war ein Joke. Bin ich dieser Opium-Member?
Bin ich der von TikTok? Oh mein Gott! Dr. E, ich habe eine Frage an Sie. Okay. Was ist Ihr aktuelles Statement zu der politischen Lage? Also, wir haben einmal die neuen Doc Martens, X-Rick Owens, mit der Jaded. Karatuli, Crossbody von Amazon. Dann, wunderbare Jacke. Let's spin around. Das war's. Ich stehe hier voll so einfach nutzlos in diesem Laden rum. Ich schaue mich hier gar nicht um. Ich will halt Loki echt nichts kaufen. Und andererseits, ich werde halt hier nichts finden, wa? Da ich einfach offen und ehrlich, wie es ist. Vielleicht bin ich auch schlecht im Suchen. Aber irgendwie ist für mich persönlich Vintage & Racks nicht der Laden, wo ich irgendwie sein muss. Ein Meme einfach anstellen, obwohl keiner dort ansteht. Ich meine, LFDY kann man ja nicht online bestellen, wa? Oh Mann, hier wieder eine Schlange, wa? Mann, Digga, die. Immer diese High-Fashion-Läden, Real Tours. Wenn wir auf die Straße warten. So lang ist hier die Schlange wirklich. Das ist verrückt. Ich muss raus. Hier gibt es auch wieder den obligatorischen Fit-Check. Wir haben heute an Balenciaga Defender, dazu einen Nicholas Lee Denim, einen gedrifteten, der gedriftete Lederjacke, Zane, der Schal und eine Perlenkette von meiner Mom und dazu hier den entspannten Ohrring, as always. Ihr wisst doch, always slain. Und hier für Heimat Represent. Habe ich noch nie in einem Video erwähnt, trage ich aber immer. Und wichtig, die Cosbag. Absolut die beste Bag, die es gibt, sage ich. FC Bayern München, Stirn Süden. So ein Scheiß. Ich sag wirklich, dieses Scherending ist auch ein bisschen zu deep geworden. Es hat als kleiner Joke angefangen und ist wirklich. Das ist viel guter als seine Persönlichkeit geworden. Ja, ist wirklich Persönlichkeit geworden. Ich heb da auch die Schere, ist meine Schere. Was soll ich irgendwas sagen? Warum machst du einfach so einen Film von mir? Wir warten jetzt gerade auf Nikita. Wir chillen hier bei Chibo. Unterschätzt das mal nicht. Ich sehe so ass aus. Digga, du hast es in die Story gemacht, Digga. Ja, klar, hä? Ich dachte, du schickst sie mal auf WhatsApp oder das so. Das haben wir aber auch gedacht. Einer mal Story, hä? Yo! Steck richtig meinen Arm. Damn! Digga, du siehst so geil aus heute, ne? Oh mein Gott. Was geht, Bro? Ja, kein Track habe ich gehört, ne? Ja, Tracky-Verbot. Doch, das kannst du jetzt. Komm, Slay Girl. Mein Gott, nein. Player One. Ich sehe andere. Auf jeden Fall. Schön. Ja, bitte. Life is pain. Das ist ein richtiger Scherzkreis. Hast du mich jetzt aus? Okay. Danke. Bitte. Ich hätte die Schere. Wo bist du geboren? Bester Ramenplace in NRW. Wir haben hier auch noch eine Berliner Meinung gleich. Bin ich sehr gespannt drauf. Hessen Meinung. Frankfurt auf die 1. Ewa. Nein, ey, du filmst nicht unser TikTok. Nein, aber kannst du den hier, warte. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, los. Ja. Ciao, ciao. 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 Ciao,
Ich bin in Kitchen Max gefunden, oh mein Gott, Digga, was? Oh, holy shit, Digga, Data, ey.